Hallo Leute und willkommen zu You Have to Win the Game. Ist ein kostenloses Spiel auf Steam, das heißt, ihr könnt, wenn ihr Steam habt, das auch spielen. Und mein Zimmer ist warm. Hä? Please lose. Okay, gut. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Sogar mit einem 100% Rating. Das heißt, dass ich alles geholt habe, was es in dem Spiel gibt. Das versuche ich mit euch auch wieder. Wenn ich was vergesse, wird es scheiße werden, weil es ist so eine Art Metroidvania. Also, dass man über die Map relativ frei laufen kann, aber Dinge finden muss, um an anderen Orten weiterzukommen und dann später wieder dahin zurück kann. Und wenn wir irgendwo an einer Stelle ein Collectible auslassen, dann kann es sein, dass ich brauche, um das zu finden. Ich weiß nicht, ob mir das auf der Map irgendwie angezeigt wird. Ich glaube eigentlich nicht. So, ich hoffe auch, dass das Spiel mich nicht übertönt. Ich habe es eigentlich relativ ruhig gestellt. Ich glaube, in dem Spiel gibt es eh nicht so viel Musik? Fragezeichen. Naja. New Game. You have to win was? The game extra spicy. This is a more difficult remix campaign. Original. You're a cat. You have 9 lives. Ich weiß gar nicht. DLC? Wahrscheinlich nicht, weil es keine DLCs gibt. Also ich konnte es glaube auch schon spielen, dieses Katzen-Mode-Zeugs. Aber mit 9 Leben werden wir höchstwahrscheinlich nicht durchs Spiel kommen. Mann, mein Mund ist schon trocken. Ich rede undeutlicher und mache mehr Sch-Laute. I'm sorry. Danach muss ich irgendwie schauen, dass ich hier mich besser einsortiere und irgendwas kalt mache in meinem Raum. Den Ventilator kann ich ja jetzt wahrscheinlich nicht anmachen, weil ihr den sonst hören werdet. Wir werden auch auf normal spielen. Was ist das? Oh. Yay. Okay. Also ist das ein Leben? Keine Ahnung. Ah ja, stimmt. You only live once. Oh, da war ja was. Was ich noch sagen kann, ich bin Level 64 in Piano Teil 2 geworden. Und das ist cool, weil das das Maximum aktuell ist. Und jetzt fühle ich mich doll. So, Normal Mode. Pirate Hearts presents. You have to win the game. Okay. Das ist wie bei wie. Also ein Spiel, was ich auch mal gespielt hatte. Und hier sieht man auch immer in jedem Raum so einen Namen unten. Da unten, da, unter mir. Ah ja, stimmt. Hier habe ich noch eine Liste zum Vorlesen. Halt, ist das. Ah ja, das ist eins davon. Ich mache jetzt da mal ein Häkchen, denn ich habe aktuell noch 6 Projekte, die ich machen könnte. Und andere, wo ihr ruhig mal recommenden könnt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Andere Spiele, die ich noch machen möchte, sind Bastion, Chronicles of Teddy, also Finding Teddy 2, Grey Cubes, Limbo, weil ich das kostenlos bekommen hatte, weil das alle kurzzeitig auf Steam kostenlos bekommen konnten. Dann Spaceman Sparkles 3D, was nicht der zweite Teil ist. Und 3D ist irgendwie schwieriger. Also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bin erst halb so weit gekommen und bei Spaceman Sparkles 2 waren wir fast am Ende damals. Bevor ich RIP ging, also beziehungsweise nicht weitermachen konnte, weil ich nicht gut genug bin. Okay. Und You Have to Win the Game ist das 6. und das machen wir jetzt gerade und ja, ich möchte halt immer meine 3 Projekte laufen haben. So, ich kann. Okay, gut, ich kann mit WASD spielen, das ist schön. Dann, ja, Pfeiltasten geht auch, aber WASD ist immer besser, weil es nicht so nah am Mikro ist. Go. Kiss Principle. Was heißt Kiss? Kill Spawn? Okay, das bedeutet immer safe. Und da oben, dieses Bäckchen, also dieses Münzbäckchen, das ist dieses Collectible-Zeugs, was ich gemeint habe. Und es kann gut mal sein, dass wir irgendwas davon auslassen und ich dann nicht direkt drauf komme, wo es ist. Und unten rechts steht 0% und das können wir auf 100% bringen. Konnte ich euch töten? Au. Okay. Und tot. Nein, konnte ich anscheinend nicht. Oder beziehungsweise jetzt noch nicht.
Ich weiß es gar nicht mehr. Hier können wir nicht nach. Okay, wir können nach unten. Also ich dachte jetzt erst, wir können nach oben, aber nicht nach unten. Okay, gut. Nice to know. Was ist hier? Nichts. Und oben wäre auch nichts gewesen. Treasure Hunt. Nein. Verdammt. Get. Okay. 2%. Danger. Ach, Danger, ich bitte euch. Tja, jetzt bräuchte ich irgendwas, um da hochzukommen. Okay. Ist hier No Danger oder ist hier. Ah ja, okay. Blöcke aktivieren heißt, wir müssen die noch anmachen. Das ist sowas. In Mario gibt es sowas auch, wenn einige Blöcke in so Special Level noch nicht an sind. Which path will I take? To the left, please. Ja, ich glaube, das könnte die bessere Entscheidung sein. Ah, I remember this. Keine Ahnung, ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Einmal hat mir was zu 100% gefehlt und ich habe nicht gewusst, wo. Und dann habe ich es nochmal durchgespielt und dann hatte ich es auf 100% gehabt. Und ja, mal gucken, ob wir das nicht einfach nochmal schaffen können. Wieder wie immer, wie man es von mir kennt, so in etwa 20-Minuten-Parts. So, halt. Konnte ich nicht hier irgendwie. Ah, ne, da sind Spikes. Ich glaube, wir bekamen einen Double Jump dafür. Und höher springen können wir in einer Zeit definitiv auch. So. Dass die Bäckchen da unten. Also, wie nenne ich die denn? Ich nutze jetzt das englische Wort Bag für Tasche. Wir müssen uns auf was Eindeutiges einigen: Säcke. Wir nehmen einfach Säcke. What is the magic word? Weiß ich nicht. Das finden wir doch später noch raus. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie man darauf kam. Müssen wir mal schauen. Lol. Was war das? Dieses Flackern. Das habt ihr höchstwahrscheinlich auch gesehen. War mein PC daran schuld oder was? Oder ist das generell, dass es hier ab und zu mal laggt? Keine Ahnung, aber das ging doch auch über den Rand. Okay, creepy. Ach so, hier könnten wir runter. Halt, ich glaube, wenn wir. Okay. The Grand Vault, das große Nichts. Da können wir nicht hin. Yay. Was soll ich dir erzählen? Ich verstricke mich gerade in verschiedenen Aussagen. Achso, ja, ich glaube, die Farbe der Säcke sagt nichts darüber aus, wann man sie finden kann. Oder dass vielleicht blaue Säcke unter anderem zu erreichen sind durch blaues Zeugs, was wir da gerade links eigentlich sehen. Okay, das könnte das bedeuten. Ja, verdammt. Der Quarry Hub. Irgendwo mussten wir da mal demnächst schauen. Gab es nicht auch so Sachen, die nur einmal möglich waren? Eigentlich nicht. I wonder where this goes. Ja, da kommen wir noch nicht hin. Also einfach ein bisschen rumspringen und uns umschauen. Nee, aber das Bäckchen da oben. Jetzt nenne ich es schon wieder so. Das Säckchen da oben war weiß, obwohl wir da noch nicht so hin können. So, hier gab es einen Trick. Irgendwo musste man stehen. Hier und dann hier. Und dann RIP. Da gab es mal eine bestimmte Abfolge von Schritten. Wow. Nein. Ich könnte auch einfach warten. Also, das ist schon eine Möglichkeit. Ah, an ihm sterbe ich auch. Cool. Okay. Ich weiß ja nicht, vielleicht interessiert euch das. Also, ich persönlich, wie ihr es jetzt bereits inzwischen eigentlich von mir wissen solltet, bin ein 100% Spieler. Deshalb spielen wir jetzt auch ein Spiel, was gut für 100% geeignet ist. Ah, und so schnell geht's schon. Activates Blue Ghost Blocks. Ah, und hier das Säckchen. Okay. Müssen wir uns einfach nur merken. 15% des Spiels schon. Ich habe jetzt 3 Stunden Spielzeit und wenn ich das schon. Ich weiß, dass ich es bestimmt zweimal durchgespielt habe. Dann können wir erschließen, dass es auch gar nicht mehr so lange dauern wird. Was ich aber eigentlich auch begrüße. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Bastion oder Chronicles of Teddy angefangen hätte, das sind Projekte, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und ich würde eigentlich gerne erst das Kurze abhandeln. Und ich wette, da wären wir hier ganz gut mit dabei. Wenn es euch interessiert, freue ich mich. Wenn es euch nicht interessiert, läuft nebenbei ja immer noch Minecraft und The Room 2, aber The Room 2, keine Ahnung. Bei welchem Part sind wir jetzt? Ja, da haben wir auch schon über die Hälfte geschafft. Okay, wie komme ich hier raus? Verdammt. Ach stimmt, das war das hier unten. Ah, das war ekelhaft. Also, hier gab es doch immer nur einen Weg. Jetzt muss ich doch da oben dann irgendwie richtig abbiegen. So.
Hier und dann hier und dann hier. Okay. Dass ich das noch weiß von damals. Ja, genau. Und jetzt einfach nicht nach unten. So, und da auch nicht nach unten. Komme ich irgendwo nach oben? Dann muss es hier sein. Ah ja, genau. Da komme ich noch nicht hin. Genau. Das ist zu hoch. Stimmt's? Ja. Obvious Movie Quote. Offensichtlicher, also Film, was ist nochmal Quote? Ist, wenn man so eine Szene daraus nimmt. Wie heißt denn das? Don't be hasty. Ah, ja. Sei nicht hastig, das heißt, du setzt nicht voreilig dieses blaue Teil einsammeln. Jetzt müssen wir einen Tod in Kauf nehmen. Falls wir die Null-Tode-Route gegangen wären, dann hätten wir jetzt schon mal verkackt. Da hätten wir das holen müssen, bevor wir das Blaue aktivieren. Hier. Okay, aber gut. Ich glaube, man kann hier auch Fehler machen und trotzdem noch 100% bekommen. Und das ist erstmal ganz gut. 20%, ein Fünftel des Spiels. Yay. Forever. As forever the magic wirkt. Ah ja, stimmt. Stelle ekelhaft Nummer 1. Wie ging das nochmal? Wo wollen wir zuerst hin? Ich glaube, ich kann. Genau. Hier dann einfach ein bisschen warten. Nee, nicht zu lange. Rip. Nein. Wir müssen dem Spielcharakter auch noch einen Namen geben. Das machen die coolen großen YouTuber auch immer. Die geben ihren Spielcharakteren immer irgendwelche Namen. Du siehst allerdings weiblich aus, oder ein Typ mit einer Cappy. Wie nennen wir sie? Wir einigen uns jetzt schon mal auf sie, aber überlegen noch den Namen. Ich brauche irgendeine Quote. Wenn wir. Ah, stimmt. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, komme ich wieder hier hin. Das heißt, der einzige Weg nach unten ist der richtige. Also hier lang. Mist. Dafür bin ich dann wieder zu unkreativ, oder was? Ah ja, genau. Ah, stimmt. Das hier geht sogar, glaube. Weil man hier. Hier konnte man stehen, das weiß ich noch. Könnte man? Ah, ach so, easy. Wenn ich jetzt wieder nach oben gehe, bin ich wieder da. Okay. You definitely shouldn't go left. Ja, das sollten wir tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was dann passiert. Deshalb probieren wir es erstmal aus. Okay, das passiert. Ja, ich wollte es euch nur gezeigt haben. Also, ist doch klar. Ist doch cool. Wir sind noch Friends. Ah. Das hier ist echt gar nicht mal so schwer. Nein. Ist echt nicht so schwer, ne? Ja. Dulle Sache. So, jetzt aber. Was? Nach unten. Dann stehe ich hier und dann so. You definitely schön go left. Okay. Alt Reises. Aber wir werden going up, weil going up schwerer seemed. Oh. Die Fledermaus hat nämlich so einen doofen Rhythmus und man schafft es fast nie. Aber jetzt gerade haben wir es geschafft. Wow. Tower of Sorrows. Wir kommen jetzt. Ah ja, genau, das ist so ein Zweierwechsel. I remember. Oh, RIP. Nein. Das sieht doch gut aus. So, und jetzt hier? Und jetzt haben wir das. Ah, cool. Ah, stimmt. Ah, und hier wären wir von der anderen Seite nicht gekommen. Ah, cool. Das heißt, wir kommen demnächst wieder an irgendeinem großen Ort raus. Da oben komme ich noch nicht hin. Hier. Functional. Was? Hier. Boom. Genau. Ah, wir haben schon 25%. Und wir sind noch nicht mal mit der Zeit durch. Ich glaube, ich nehme gleich mehrere Folgen davon aus, auf, falls es klein rendert. Fungal Forest. Pilzwald. Das ist doch eigentlich ein cooler Name für Jumpmania Level. Weil wir da auch gerade überlegen mit den Levelnamen. Remnants of a Past Unknown. Ghosts. Ah ja, stimmt. Hier unten ist sogar was, aber von hier aus kommt man da nicht hin. Meine ich. The loneliest corner. Der einsamste. Also die einsamste Ecke. Oh. Sad. So, hier gibt es wahrscheinlich auch nichts. Ja, genau. Da sehe ich so noch nicht hin und da sehe ich auch nicht hoch. Das heißt, wir gehen nach unten. So, jetzt werden wir doch hier drüben sehen. Genau.
What is the magic symbol? Es gibt also ein magisches Wort und ein magisches Symbol. Beides brauchen wir am Ende des Spiels, soweit ich mich erinnern kann. So, erstmal umschauen. Okay, gut. Es bleibt nur noch ein Weg. Und hier ist tot. Stimmt, dafür brauchen wir einen Double Jump. Es gibt definitiv einen Double Jump. Und wenn wir dort einen Double Jump timen, haben wir genau die Zeit dafür. Ich glaube, wir können die Lilanen aktivieren. Haben wir genau die Zeit dafür, dass das Teil zurückkommt. Und das war perfekt getimed. Wow. Ich bin impressed by myself. So. Während ich hier introvertiert in meinem viel zu warmen Zimmer sitze, wie ein Gamer. Naja, nochmal so eine Timing-Sache. Ist gerade von meiner Schule aus so ein. Wow. So ein Open-Air-Konzert auf unserem Schulhof. Oder hätte ich eventuell hingehen können, aber. Nee. Ach, Quatsch. Leute. Machen wir uns nichts vor, diese Welt ist nichts für mich. So, hier geht's immer noch nicht weiter. Aber da drüben können wir jetzt weiter. Nein, nicht darunter. Hier. Hier könnten wir noch was sehen. Sicher, dass es keinen Weg gab, dass ich die mal töten konnte? Ich dachte, ich könnte die mal irgendwie umbringen. Ah, du. Au. Wie ging denn das nochmal? Hier rein und dann springen und dann durch. Cool. Prawn shot first. Easy. Doppelsprung? Oh. Das ist natürlich leichter. Endless. Ah ja. Nein. Erstmal reinspringen. Auch wenn ich da safe gewesen wäre. Nein. Halt, wo muss ich dann dahin? Ah, hier. Zack, zack. Das war doof. Ah, aber reicht. Und RIP. Ja, Mensch, das ist aber dull, dass ich hier so lange keinen Checkpoint bekomme. Was für ein nettes Spiel. Wow. Ich glaube, ich kann nach rechts wieder zurück. Wenn nicht, dann. Ja, kann ich. Okay. Wenn nicht, dann hätten wir ein Problem. Was ist denn. Hä? Das ist wieder dieses typische, man lernt nicht draus. Erstmal dreimal in denselben Tod springen. So, jetzt warten wir hier, weil es hier safe ist. Dann können wir hier hin und dann. Nee, ich bin einfach zu dumm dazu. Es tut mir so leid. So, so, so. Jetzt hier. Ja, wo kann das noch einschlagen? Nirgendwo. Okay, gut. Zack, zack, zack. Und hoch. Wäre ich. Okay, ich kann. Lol. Tower of Regrets. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Das war voll gehackt von mir. Hä? Jetzt habe ich einen Raum übersprungen, oder? Kann ich wieder zurück, please? Ah ja, jetzt haben wir beide Wege offen. Hier waren wir dann demnach noch nicht. Raw. Ist jetzt I wonder where this goes? Dream of a Memory. Halt, warte mal, wir müssen nochmal zurück. Die Namen, ne? Ja, genau. A Memory of a Dream and a Dream of a Memory. Coole Namen. Like Ivy, Twisting. Ach nö. Genau hier, wo nix ist. Pitstop. Ah ja, da waren wir schon. Jetzt sind wir hier unten. Obvious Movie Quote. Au. Ja, mal schauen. So schlecht stelle ich mich, glaube ich, bisher gar nicht an. Yay. 38%. Okay, ich habe auf die Uhrzeit neben mir links geschaut. Ja, da haben wir schon relativ viel geschafft für dieses erste Stück. Welcome to the Underground. Irgendwo musste man hier landen. Ah ja, ganz nach rechts hätte ich gekonnt. Is not the. Achso. Infinity is not the magic word. Das will, glaube ich, irgendwas sagen. Oh, halt, jetzt könnte ich erstmal hier hin. Wenn Unendlichkeit nicht das. Achso, hier reicht's auch nicht für. Wenn Unendlichkeit. Achso, wir sind hier gespawnt, das heißt, wir können auch hier hin. Dann könnte es das Gegenstück sein. Was ist das Gegenstück zwischen Unendlichkeit? Endlich ist doch eigentlich das Gegenstück zu unendlich. Das war es aber, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ah, da war sogar ein Schild mit Safety nach links. Whoops. Secret Passage. The Crab Cake is a lie. Wow. Yay. Be seeing you. Heißt das, man sieht sich, wenn ich es übersetzen würde? Hidden Crevasse? Was?
Es hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Ja. Möchtest du mir meine Spinnenangst nehmen? Mein Chef, soll ich da nach unten oder nicht? Oh cool, wer bist du denn? Dahinter ist irgendwas, das weiß ich. Da ist irgendwas Besonderes. Easy. Ah! Yay! Spring again in Midair. Da würden wir aber schon zurückkommen. Ich weiß nicht, wir haben doch hier noch gar nicht alles geklärt. Und ich darf hier nicht zurück? Ja doch, darf ich. Wenn ich cool bin, schaffe ich das. Es gibt jetzt Mineshaft. Nein! Ach nö. Und hier den Gang nach unten. Gehen wir erstmal hier, weil ich zu dumm bin, da rüber zu kommen. Ah. Nein. Nein! Ah, das war ja wow. Such talent. Okay. Das wäre das Ganze in leicht. Nicht so, dass ich es leicht bräuchte, um es zu schaffen. Oh nein. Was? Ach, kein Checkpoint. Aber. Ach nö. Dann erfasst einen genau die Spinne. Aber dann komme ich ja auch eigentlich wieder zu der linken Seite zurück, da wo mein Chef war, oder? Hey, wieso schaffen wir das jetzt nicht mehr? Hey! Leute? Ah, okay. Gut. Wow, ich wusste gar nicht, dass die Temperatur in dem Raum hier noch ansteigen kann. What the fuck? Ach nö. Warum schiebt sich der Sommer immer weiter nach hinten? Jetzt gehen wir erstmal hier hin, dann hier hin. Ja, man hätte das richtig rum machen können. Obwohl, da oben ist doch dann schon die andere Seite höchstwahrscheinlich. Halt, hier können wir auch noch hin. Und dann ist da links irgendwas Besonderes oder so. Ah ja. Help. Please. Oh. Okay, das geht glaube ich immer noch nicht. Okay, wir machen noch ganz kurz weiter. Vielleicht, wir machen jetzt einfach mal 50%. Wir werden zwar im nächsten Part, weil wir schon an einigen Stellen abgefarmt haben, alles. Das ist ein M, wenn man es andersrum dreht. Weil es fragt, was das ist. Oder ein W. Jedenfalls, wenn wir jetzt 50% machen, wir werden im nächsten Part nicht wieder so viel erreichen, aber das wird jetzt dann auch langsam absinken. Aber trotzdem erstmal so die Hälfte des Spiels im ersten Part klingt für mich erstmal ganz cool. So, da wir jetzt dort sind, halt, ging's da? Irgendwo raus? Ich glaube schon. Ja, genau. Ach nö, jetzt bin ich hier. Ach. Überlegt euch einen Namen für diese Spielfigur. Ich bin zu dumm. Ich, das kreative Ding. Das ist echt immer eine richtig beschissene Sache, wenn ich mir sowas ausdenken muss. Namen für irgendwas, für. Einfach nur, wenn es unnötig ist. Wenn es irgendwas Wichtiges ist, dann kriege ich das meistens hin, mir irgendwas Cooles auszudenken. Aber für so eine Kleinigkeit hier, dann reicht es wieder nicht aus. Ah, cool. Ach, na toll. Immer noch 49%. Los, komm. Irgendwas. Halt. Hier. I remember this. %. Okay, cool. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Pause. Und damit danke fürs Zusehen. Ich schaue mal, ob das Video, also ob das beim Aufnehmen groß ist. Wenn nicht, dann kann ich jetzt noch ein Part machen und mich dann freuen. Aber wahrscheinlich erstmal. Ah, die Sonne ist schon bald weg. Das ist schon mal gut. Dann kann ich die Fenster aufmachen. Aber jetzt erstmal wieder Ventilator anwerfen und alles. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.